Bis hier bei Resident Evil Revelations. Keine Bewegung. Sie will den Selbstzerstörungsmechanismus des Schiffs aktivieren, um alle Beweise zu vernichten. Selbstzerstörungssequenz eingeleitet. Sieht aus, als hätte meine kluge junge Assistentin den letzten Zug gemacht. Also, ist euch jetzt endlich alles klar geworden? Jessica! Tut mir leid, Parker. Wir sehen uns. Parker. Muss ich jetzt gegen dieses Teil kämpfen? Aufnahme der Passagiere nicht möglich. Fliege weiter im Kreis. Hattrick Ende. Toll, was ist das denn? Verdammt, was ist das? Wir schaffen das, Chris. Hoffe ich mal für dich, ne? Ich hab nur Zeit. Innerhalb 4 Minuten? Mann. Oh. Okay. Ach, weiter. Viel Muni. Ich weiß. Vielleicht bringt das gar nichts. Ich muss eigentlich einfach nur abwarten, dass. Ich glaube schon, dass das was bringt. Bin mir nicht so sicher. Aber was willst du denn machen ohne Muni gleich? Ich hab noch genügend. Ja, 3 Schuss. Wow. Ah ja, ich hab noch hier 88. Dann schieß mir den 88. Wisst ihr, der schießt dir auch so ab, die Munition. Musst du gar nicht deine Mut verballern. Du musst einfach nur die Zeit überleben und abwarten, bis der da was runterwirft. Und ist so, der hat doch was runtergeworfen. Da hinten. Ach so. Danke, Fisch. Nicht auf die. Oh. Die sehen anders aus. Das ist, wenn du einmal. Ich glaube, da, die sind das. Mit den. Spice-Zähnen dran. Die haben auch Spice-Zähne. Ja, aber die Schwarzen sehen so, wenn du die anschießt, gehen die weg direkt. Und diese anderen nicht. Schieß mit einer normalen Waffe auf das. Oder schieß damit drauf, wie du willst, probier mal. Ja, gut, wenn ich könnte. Meine Waffe. Ja. Jetzt hat er keine Arme mehr. Hat er nur 3 gehabt oder was? Ja, nein, der hatte 4. Hey, du hast nur 3. Unglaublich, was ihr da gemacht habt. Ich lasse die Leiter runter. Kommt drauf. Wo? Komisch. Ich dachte, du hättest nur 3 mal einen Raketenwerfer gehabt.
Bereit, Chris? Alter A. So treffen wir nicht. Mehr ran. Ah. Geht nicht. Schon wieder runter. Sehr fett. Glaub mir. Schieß mir eine Granate drauf. Du hast da links Granaten oder sowas. Schieß doch mal die Granate! Je schneller du den down hast, desto besser. Wohin schießt du, Mensch? Feuer, hast du die Granate wegverloren. Geh nochmal schnell down. Ja. Das war aus Versehen. Schön ins Leere. Ich habe ein Beispiel an Chris genommen. Oh. Ah, guck mal, ich habe da wieder zwei. Ah, scheiße. Ich bin an dem falschen Knopf. Ich will nur drei Granaten. Schieß da rein. Ah, falsche Taste. Okay. Speed. Den Kopf bezieht den mehr ab. Granate. Renner da rein! Ah! Noch eine! Dann muss man schon das Viech treffen. Und das war's dann wohl mit der Zenobia. Ich bin's. Lagebericht. Auf dem Rückflug. Wir haben Parker verloren. Jessica hat das Schiff zerstört. Die FPC. Oder Morgan. Er war uns die ganze Zeit voraus. Ja, ich verstehe. Ich will gar nicht daran denken, dass das Ganze ein Fehler war. Mein Fehler. Dann legen Sie jetzt die Karten auf den Tisch, O'Brien. Und lassen Sie nichts aus. Okay. Vor einem Jahr fing alles an. Genau hier, in Terra Grigia.
nennt sie Terra Grigia. Hier ist nichts mehr zu retten. Ja, wir müssen zum Kommandoraum. Wir sind auch an der... Schnell, sonst ist das HQ fertig. Oh Mann, eine Waffe, gut. Perfekt. Commissioner Lansdale hatte recht. Ja, der Boss wollte den Geltungsbereich der FBC immer erweitern. Genau vor dem hier hat er die Welt immer gewarnt. Durch diesen Vorfall machte die Krise Schlagzeilen. Könnte gute Werbung sein. Ja, vielleicht begreift die internationale Gemeinschaft es dann. Die FBC braucht noch viel mehr Einfluss. Geh doch hin, hau ihn. Ich kann ja da nicht hin. Ach so. Um dem Kadetten zu helfen, müssen wir sie loswerden. Hinter dir. HQ will, dass du abziehst. Aber ich kann immer noch kämpfen. Nicht sehr überzeugend. Also, los jetzt. Wir können noch nicht abziehen. Da draußen sind Zivilisten. Irgendwas tun. Sie sind in der Überzahl. Wir müssen uns sammeln. Daneben. Tschüss! Wo ist denn die Port? Nicht hinter dir? Ja, doch. Ich hab mal rückwärts alle gemacht, ey. Ja, aber ich verschieß doch nicht deine ganze Munition! Ist ja gerade so, als wenn überall Munition rumliegen würde. Wird es auch. Mhm. Nicht gut. Du verlierst Blut. Du hast da hinten einen schönen Raum verloren. Vergessen. Er braucht erste Hilfe. Siehst du auf der Map oben in der Mitte? Den hast du vergessen. Ha. Hier sollten wir sicher sein. Du auch sonst nicht hin. Was? Da kommst du auch sonst nicht mehr hin, wenn du da nicht hingehst.
technische Abteilung ist im vierten Stock. Da ist Verbandszeug. Wir kommen zurück, Kadett. Warte hier. Alles wird gut. Okay, gehen wir, Parker. Und? Wichtige Dokumente. Ja, ein bisschen zügiger kann es sein. Ja, das ist doch schon fast gelohnt, da reinzugehen. Ja, fast. Wo ist der Aufzug? Ja, wir müssen da oben zu diesem runden Kreis, oder nicht? Ja, da war doch gerade eben Aufzug, oder? Keine Ahnung. Aber unten waren wir nicht. Waren wir hier? Da sind wir klar. Guck mal in die Schränke. Parker, ich will dir ja nicht reinreden, aber bist du zu dem Neuen nicht zu hart? Du meinst Raymond? Das ist ein Wir brauchen Härte, um erwachsen zu werden. Na schön. Jungs und ihre kleinen Spielchen. Wir waren ja. Ja. Aber da müssen wir ja gleich hin. Ja, dann musst du da oben, wo die Treppen sind, hin. Wo sind denn die Treppen? Guck doch auf die Map. Ja, und wo siehst du Treppen? Oben links. Jetzt keine Map lesen oder was? Doch. Ja, scheinbar nicht. Müssen wir mal umgucken, ob Muni liegt. Du rennst einfach wahllos weg. Ah, damit man hier. Uiuiuiuiui, ihr kleinen Viecher, ich. Eine Sache habe ich verpasst. Eine. Mehr Hunter! Wer mich hört, kommt zurück! Raymond hat Probleme. Wir müssen zurück. Ich wusste, der Anfänger würde nerven. Lass es nicht an ihm aus. Er ist schuld. Wenn du eine andere Waffe nimmst? Was ich habe. Ja,
mal Gas. Ihn retten. Gas! Aber komisch, dass man hier nicht laufen kann. Hä? Der Aufzug auf einmal her. Wo wir hergekommen sind? Hier waren wir doch am Anfang. Da müssen wir da. Nein. Da. Da. Verdammt! Ich bin umzingelt! Ich weiß nicht, ob. Hör zu, Kadett. Du wirst nicht sterben. Ich befehle dir zu überleben. Wir kommen. Du wirst gleich sterben hier. Genau. Mal. Es kam nimmer mehr. Aber sie. Hey, du hast gut durchgehalten. Alles sicher. Jetzt kümmern wir uns um unseren Kadetten. Bist du schwer verletzt? Okay, Kadett. Jetzt habe ich was gut. Ich verstehe. Du willst etwas erreichen. Aber genug Heldentaten. Du gefährdest damit deine ganze Einheit. Willkommen in der Realität. Ja, Sir. Okay, gleich geht's dir besser. Ich glaube, ich kann gehen. Dann komm mit. Der Aufzug zum Kommandoraum ist gleich dort. Läuft er jetzt normal? Dann der Hunger. Ich wehre alles ab, was kommt. Ist nicht mal schießen. Achso, du hast nichts mehr zu schießen. Nein? Sonst hätte ich geschossen. Was war da gerade eben? Einsteigen, es geht. Hoch oder runter? Oben auf die Anzeige. Runter. Anzeige. Anzeige. Oben. Runter. Ja, und oben. Die Ablieferung und Verteilung dieser BOWs. Was das oben? Ist viel zu professionell. Oben sieht doch gut aus. Haben sie es verdammt nochmal geschafft, das FBC-Netzwerk zu umgehen? Das passt einfach nicht zusammen. Außer jemand hat das alles geplant. Kadett, das geht zu weit. Wir sollen das Problem hier nicht untersuchen. Sondern es lösen. Oh. Das war aus Versehen. Aber alles, was ich sage, ergibt Sinn. Hm. Ich hab voll die andere gemessert. Wo lang denn? Muni! Geh die Treppen da hoch, da lag auch jede Menge Muni. Boah. Da die Treppe hoch. Wie wär's, wenn du die Viecher zerstörst? Ah, schieß doch! Meine Güte. Nachladen. Wo? Ah.
Und auch noch woanders lag auch noch jede Menge rum. Wir kümmern uns darum. Kadett, du suchst Schutz im Kommandoraum. So einfach wäre. Was? Du sollst die Viecher alle erledigen. Ja. Warum sind so viele? Du sie erledigen kannst. Wenn da keine Viecher, müsstest du keine erledigen. Aber ich möchte sie nicht erledigen. Da ist noch. Da hinten ist noch. Ja, und da ist wir auch noch. Ja, ist ja wie ein Paradies hier. Ja, ja, ja. Außen die, keine Zeit für dich. Links. Links. Wo ist links? Was? Meine Güte, so langsam musst du wissen, wo links ist. Nein. Da rechts liegt noch. Jetzt zum Kommandoraum. Da auf der Treppe liegt noch zurück. Ich gucke. Da unten, siehst du? Ja, wenn man spielt, dann schon richtig. Vielleicht kannst du alleine spielen, dann geh ich. Warum bist du so... Oh, links! Wo? Runter! Zurück! Hey, was? Oh, da was? Links die Treppe hoch, Mann. Da hoch. Da hinten war aber dann nochmal links. Dann gegenüber wieder runter. Und da das Zeug ansammeln. Toll! Ich verstehe. Und ich kann dich gut hören. Das sind ja ganz hervorragende Neuigkeiten. Es läuft einfach alles ganz nach Plan. Dann viel Spaß noch bei der Party auf der Queen Dido, Norman. Morgan, du wolltest, dass der Virus auf unserem Schiff ausbricht. Du hast uns ganz schön übers Ohr gehauen. Ich bin noch nicht fertig. Ihr erfüllt noch einen wichtigen Zweck? Mit dem Schiff haben wir eine kontrollierte Umgebung und die Daten über eure Mutation werden einer guten Sache dienen. Deine Dreistigkeit und dein egomanischer Ehrgeiz sind beeindruckend. Mich ekelt immer wieder an, was ihr Amerikaner euch ausdenkt. Ich nehme das mal als ein Kompliment. Wir wussten, dass du ein Risiko für uns darstellst. Also haben wir alle Interaktionen aufgezeichnet. Wird das öffentlich, dann war es das für dich. Du, was du nicht lassen kannst. Der Einsatz des Satelliten wurde genehmigt. Der neue Virus wird damit vollständig ausgerottet. Du Bastard! Führt dich gleich dahin, wo Antwort geben wird dein Auge, wenn du den Grund siehst von der Lüfte Regen. Wie hast du... Jessica ist entkommen. Wir waren so nah dran. Okay. Es tut mir leid, Raymond. Die ganze Zeit hattest du recht. Ja. Gut, dass jemand den Durchblick hatte. Dafür müssen Sie sich nicht entschuldigen, Parker. Nächstes Mal rette ich Sie. Und wir machen uns zusammen aus dem Staub. Sie sind mein Mann, Kadett. Raymond erkannte, dass Morgan ein Betrüger ist. Also stellten wir ihm diese Falle. Die ganze Sache mit der Rückkehr von Vetro. Das Versteck in den Bergen. Die Koordination der Schiffe. Alles nur wegen Morgan? Sir, hätten Sie uns denn nicht einweihen können? Das Risiko war zu groß. Nicht mit einem Spitzel, der in der BSAA sitzt.
Es tut mir sehr leid. Die ganze Arbeit. Und die Zenobia und die Semiramis. Ja, ich weiß. Aber noch habe ich nicht aufgegeben. Kies und Quint haben uns noch einen Joker zugespielt. Die Datenanalyse von ihnen. Das Ergebnis ist da. Und? Was ist rausgekommen? Wir hatten ursprünglich vermutet, dass Veltro bei der Terra Grigia-Panik zwei Schiffe benutzt hat. Aber es gab ein drittes. Die letzte Queen. Ist der Typ jetzt, der eigentlich in dem anderen Video runtergefallen ist? Ja, der lebt. Aha. Parker meinst du, ne? Ja. Komisch. Wie kannst du seinen Namen nicht wissen? Ja, damit ist der Part hier zu Ende. Bis zum nächsten Part. Auf Wiedersehen. Tschüss.